Und die Frage, die habe ich schon mal früher mal gestellt. Und stelle ich nochmal. Warum hat Allah subhanahu wa ta'ala Malaika, die er Allah befehlt und sie führen aus? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala es will, der kann ja sagen, sei und es geschieht. Warum jetzt diese ganzen Malaika, die ausführen seine Befehle? Gibt es Malaika für Regen, Malaika für Wind und sonstige große sozusagen Bewegung in diesem Universum, werden durch Malaika ausgelöst, die Allah befiehlt. Die Frage, warum die Malaika, wenn Allah sagen könnte zum Regen, sei und es geschieht, dann regnet es. Gute Frage. Inshallah kommt gute Antwort. Ah, du musst es wissen. Inshallah. Weil Allah, es liebt, angebetet zu werden. Allah liebt es, angebetet zu werden. Die Malaika führen das aus. Aus was? Aus Gottesdienst. Und somit bestätigt sich Allah als Gedienter, der einzig allein hat, verdient hat, angebetet zu werden. Deswegen muss man sehen, auch die ganze Universum und alle Bewegungen von Universum sind was? Sind Gottesdienste, die ausgeführt werden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die gemacht werden aus Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und aus Unterwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen ist sozusagen diese Bewegung in diesem Universum, die durch Malaika ausgeführt werden, Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, der es verdient hat, angebetet zu werden. Und er liebt, Diener zu haben. Deswegen, die Anzahl der Malaika kann sich keiner vorstellen, wie viele Malaika es gibt. Allah liebt es, gedient zu werden. Allah, als er uns das Gebet zur Pflicht gemacht hat, hat er uns 50 Gebete zur Pflicht gemacht. Weil es liebt, angebetet zu werden. Und dennoch erleichtert er uns und reduziert er uns auf 5 Gebete und lässt die Belohnung, wie er am Anfang 50 gemacht hat, die Gebete. Er liebt es, gedient zu werden. Das ist die Dankbarkeit, die eigentlich der Mensch geben sollte. Wofür? Für seine Rububiyya. Deswegen, er hat keinen, der ihm nahesteht wie bei den Königen, weil er ihn braucht. Aber dennoch hat Allah subhanahu wa ta'ala Leute, die ihm nahestehen. Aber nicht aus sozusagen weil man auf sie angewiesen ist. Sondern nur, weil Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig ist. Mit wem Allah barmherzig ist, macht er ihn zu seinen Nahestehenden. Seinen Nahestehenden hat er nur rein aus Liebe und Barmherzigkeit. Wer kann sich glücklich schätzen, Allah nachzustehen? Derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala dient und fürchtet und von Verbote sozusagen flieht und Allah subhanahu wa ta'ala immer näher kommt, Allah macht ihn zu einem Nahestehenden. Aber er braucht ihn nicht. Er braucht ihn nicht. Und was ist wert von einem Mensch gegenüber wert von Allah subhanahu wa ta'ala? Aber trotzdem, aus Barmherzigkeit bringt er ihn nah. Im Gegenteil, wer Allah subhanahu wa ta'ala ein bisschen nah kommt, Allah kommt ihm noch mehr näher. Allah subhanahu wa ta'ala ist liebevoll. Wenn wir diese Rubiya uns aneignen in unser Leben, ändert sich unser Leben. Deswegen sollten wir mehr über Allah subhanahu wa ta'ala wissen. Mehr über diese Rububiyya von Allah subhanahu wa ta'ala wissen. Und die Bedeutung von Rububiyya, dass niemand seinen Befehl zurückweist, weil Allah subhanahu wa ta'ala muss ja die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala zusammenbringen. Manche denken an die Eigenschaften einzeln. Das heißt, manche denken an die Eigenschaften, der ist der Allwissende. Die betrachten diese Eigenschaft als einzelne Eigenschaft. Aber in Wirklichkeit muss man
so eine Vorstellung haben, dass eigentlich alle zusammenkommen. Also das heißt, er hat alle Eigenschaften, die miteinander verknüpft sind. Deswegen, wenn Allahs Befehl oder Entscheidung oder Schicksal nicht geändert wird und keiner hat, sagen, irgendwie einen Verbesserungsvorschlag zu machen und so weiter gegenüber Allahs Schicksal. Warum? Weil es mit seiner Weisheit verbunden ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet, ist es mit seiner Weisheit. Und mit seinem Wissen. Sein Wissen ist mit seiner Weisheit verbunden. Und sein Wissen und seine Weisheit ist mit seiner Fähigkeit und Macht verbunden. Und so weiter. Die anderen Eigenschaften kommen dazu, dass man weiß, dieses Befehl und dieses Schicksal von Allah subhanahu wa ta'ala hat keiner da was überhaupt dagegen zu sagen. Warum? Weil mit absolutem Wissen und absoluter Weisheit das getroffen wird. Und das Verinnerlichen von Tawhid al-Rububiyya gibt uns auch für unser Leben Zufriedenheit. Zufriedenheit. Wenn wir dann mit dem Schicksal von Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir umgehen sollten. Weil wir wissen, dass alles ist in Hand von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann wissen wir noch besser, wie wir mit dem Schicksal umgehen. Und wie wir an Allah denken sollten. Wenn wir wissen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas anordnet, etwas zu Schicksal gemacht hat, da gibt es keinen, der dagegen was machen kann oder eine Entscheidung zurückbringen kann oder sagen könnte, besser wäre so oder besser wäre so oder eine Tür von Shaitan, sagt uns der Prophet, hätte er das und das gemacht, wäre nicht das und das geschehen und so weiter und so fort. Das geht nicht bei Schicksal von Allah. Warum? Da muss man an den Glaube an Tawhid Rububiyya zurückgreifen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der alles lenkt mit Weisheit und mit Wissen. Und dass das, was geschehen werden sollte, das hätte niemals anders kommen können. Hätte niemals anders kommen können. Und deswegen, mit Verinnerlichung von Tawhid al-Rububiyya lebst du besser. Lebst du besser. Deswegen sagt der Prophet, ihr kennt ja den Hadith vom Prophet, verwunderlich ist die Angelegenheit des Gläubigen. Alles, was ihn trifft, ist khair für ihn. Ist gut. Aber achtet auf den Wortlaut, den Gläubigen. Wer ist der Gläubige? Der Gläubige, der an Tawhid al-Rububiyya und natürlich auch Tawhid al-Uluhiyya und Tawhid von Namen und Eigenschaften, der das verinnerlicht und glaubt. Weil wenn er sich anders verhält, dann ist das nicht derjenige, der für den alles khair ist. Warum? Weil wenn er anfängt, nicht zufrieden sein mit dem Schicksal, dann ist das automatisch seine Antwort. Das ist nicht khair für mich. Obwohl das khair ist, wenn man daran glaubt. Wie soll man sich das erklären? Manchmal passiert etwas, was für dich Schaden ist. Du verlierst zum Beispiel einen Job, du verlierst Geld, du verlierst einen Elternteil und du verlierst ein Kind. Wie kann das khair für dich sein? Wer kennt den Hadith? Wie ist denn etwas, was einen schmerzt, trotzdem noch khair für ihn? Ja. Der Prophet sagt, den Gläubigen trifft nicht etwas, auch nicht ein Kummer oder ein Stich von einem Dorn, ohne dass es für ihn ein Abbruch von Sünden ist. Das löscht Sünden. Was noch? Wenn man dadurch vielleicht zurück zu Allah kommt und noch Dua macht. Genau. Zum Beispiel, mashallah, sehr gute Antwort. Dass man sozusagen Allah dient dadurch. Das Schicksal kommt, damit du
Allah dadurch dienst. Ja? Und der Prophet Muhammad hat gesagt, wenn ihn was Schlechtes trifft, dann ist er geduldig. Diese Geduld hat bei Allah eine Riesenbelohnung. Aber der Mensch, der nicht versteht, der Mensch, der sich nicht bereit erklärt, sozusagen an Allah zu vertrauen und Geduld zu haben, dann fängt er an zu meckern. Verpasst er dieses Khair. Verpasst er die Belohnung von Geduld. Manche Stellen im Paradies erreichst du nicht mit deinen Taten. Erreichst du nicht. Aber Allah will dieses Khair für dich. Trifft dich etwas von seinem Schicksal, was dich schmerzt. Deine Gebete reichen nicht für diese Stelle. Aber sagt, hier hast du eine Chance, zeig deine Geduld. Wo kommst du diese Stelle? Der Mu'min zeigt seine Geduld und lässt Allah subhanahu höhere Stellen geben. Oder vielleicht ist das seine Rettung von Höllenfeuer. Vielleicht hat er was gemacht, womit er dann die Bestrafung verdient. Gibt ihm Allah subhanahu eine Rettung durch einen Schicksalsschlag. Zeig dir seine Geduld. Es geht um was? Um die Belohnung für seine Geduld zu zeigen. Und andersrum, wenn ihm was Gutes kommt, das ist auch schwierig, dass man Dankbarkeit zeigt für Allah subhanahu wa ta'ala. Manche, wenn ihnen was Gutes kommt, dass Allah gibt ihnen Geld, Allah gibt ihnen Kinder, Allah gibt ihnen etwas, was ihnen zufriedenstellt, dann macht er dadurch Sünde. Dann ist das doch nicht Khair für ihn, sondern ist eine Verantwortung für ihn und eine Bestrafung für ihn. Obwohl er das jetzt gerade genießt. Aber ist nicht Khair. Warum? Weil er seine Dankbarkeit nicht gezeigt hat. Deswegen, der Gläubige, der zu Tawhid al-Rububiyyah zurückgreift und weiß, alles kommt von Allah, alles ist in der Hand von Allah, alles testet uns damit Allah subhanahu wa ta'ala, der weiß in der Situation, wo es ihn schmerzt, wie er sich zu verhalten hat, und weiß in Situationen, wo Allah ihn versorgt und gibt und zufriedenstellt, wie er sich zu verhalten hat. Deswegen Tawhid al-Rububiyyah ändert unser Leben, korrigiert unser Verlauf, unser Leben. Wenn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles in der Hand hat, es gibt keinen, der seine Angelegenheit zurückweist, und es gibt keinen, der ihn ähnlich aussieht oder gleichgestellt wird, und es gibt keinen, der ihn streitig macht in eine Bedeutung von der Bedeutung von seinen Namen, Eigenschaften oder von seine Rububiyyah.